Hallo Leute, willkommen zurück in No Man's Sky. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ein Schiff glitchen könnt. Das heißt, die Schiffe, die ich hier habe, eins davon möchte Perun 615 haben. Hallo Perun. Und es ist so, wir können jedes Schiff, das wir haben, auch mit einem anderen Spieler sozusagen teilen. Also wir können es natürlich tauschen, das wisst ihr sicherlich auch. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, weil es gibt die Möglichkeit, Gegenstände mit Spielern zu tauschen und hinterher habt ihr sie auch. Und ich dachte mir, bei Schiffen müsste das doch eigentlich auch gehen. Und ja, das probieren wir heute nicht nur, sondern wir machen das heute auch. Vorher nochmal schnell einen manuellen Speicherpunkt erstellt, den brauchen wir später unbedingt, ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und mit dem Schiff der Wahl von Perun begeben wir uns jetzt auf die Raumstation. Dann müssen wir natürlich einen Händler finden. Momentan sind hier irgendwie keine Händler. Und deswegen ist das Beste, jetzt noch einfach einen Neustart zu machen. Und zwar auf, in dem Falle, den automatischen, das heißt, jetzt haben wir automatisch den automatischen Speicherpunkt und kommen wieder zurück in die Raumstation. So, da sind wir. Da kommt auch schon ein potenzieller Händler. Kommt er wirklich? Ja, tatsächlich. Oh, ah, das ist ja riesig, das geht ja gar nicht. Was ist das? Okay, springen wir erstmal den Händler an. Dieses Schiff, egal was es kostet, in dem Falle kann ich sagen, egal was es kostet, das kann vielleicht nicht jeder, aber ich denke schon die meisten, es sei denn Neulinge in No Man's Sky, da werdet ihr wahrscheinlich schon eher ein bisschen was aussuchen müssen, was in eurer Preisklasse liegt, aber das, ja, muss jeder selber wissen, beziehungsweise wie es eben halt geht. Übergrößen heute hier, das gibt's doch gar nicht, die passen ja kaum hier rein. Unser Schiff normal, oder? Eigentlich schon. Na, Herr Perun schon ganz aufgeregt. Ja, mit Perun muss ich über den Chat kommunizieren. Das heißt, im Chat hier, in No Man's Sky selbst und über Discord. Wenn ihr seht, also es gibt Stellen, wo ich schneiden musste, wo ich dann auf dem Desktop gewesen bin. Das, denke ich mal, wollt ihr sowieso nicht sehen. Und dort haben wir entsprechend verabredet, was wir hier machen bzw. vorhaben. Das Ganze dauert ein bisschen länger und dementsprechend schaue ich mir mal das große, das Riesenschiff hier an. Das gibt's ja gar nicht. Das ja, da kommt man noch nicht mal durch. Naja, da schon mal mir gehört. Super Sicht. Okay, jetzt haben wir wieder die normale Größe, wenigstens etwas. Gut, jetzt liegt es daran, wir gehen auf den manuellen Speicherpunkt zurück, gehen wieder in die Gruppe, starten das Spiel und gucken mal, wie es jetzt aussieht. Der Überlegung nach könnte es sein, dass der manuelle Speicherpunkt so nicht funktioniert hat, tatsächlich. Okay, jetzt nicht ungeduldig werden, es funktioniert. Wir gehen nochmal als Einzelspieler rein, ohne Gruppe. Starten das Spiel, sind dann natürlich auch ganz woanders. In dem Falle jetzt hier auf meiner Basis und stellen fest, wir haben noch immer das Schiff, das wir eigentlich gar nicht wollen. Dann schauen wir doch einfach noch mal,
auf der Raumstation, ob das Schiff vielleicht doch da ist. Dürfte nicht sein. Aber einfach nochmal als Bestätigung. Wie gesagt, ihr müsst ruhig bleiben, das ist kein Problem. Es funktioniert auf jeden Fall. Es ist eben halt ein Glitch und ja, No Man's Sky tut sich dann doch ein bisschen schwer damit, sich damit abzufinden, dass wir hier etwas tun, was nicht so ganz richtig ist. Okay, ist nicht da. Jetzt nochmal den manuellen. Okay, befinden uns wieder hier und da steht ein Schiff, das nicht das Schiff ist von vorhin, sondern das Schiff, was wir getauscht haben. Wir haben es also schon wieder zurückbekommen. Also nochmal auf unseren Frachter. Wir hatten vorher ein ähnliches Schiff wie das, was wir eben gekauft haben und natürlich auch wieder loswerden wollten. Also jetzt in dem Falle wollte ich es wieder loswerden. Um euch natürlich zeigen zu können, dass wir einen Zwilling herstellen von einem Schiff. Und wenn ich so durchzähle und durchgucke, meine Schiffe sind alle wieder da. Dann werden wir einfach mal wieder zu Perun in die Gruppe gehen. Sind in unserer Monobraue, also das Schiff habe ich Monobraue genannt, wegen dem Hörnchen vorne. In den Frachter her und stellen fest, das ist keine gute Idee gewesen. Jetzt ist irgendwie der Alarm ausgelöst. Warum, wieso auch immer, ich kann es nicht genau sagen. Ich vermute mal, weil ich ein Schiff habe, das jetzt doppelt vorkommt und No Man's Sky das nicht wirklich gut findet. Lässt mich auf jeden Fall nicht mehr auf meinen Frachter halten. Kann ich nicht genau sagen, warum. Einfach mal gucken, vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit. Ja, nicht. Also noch einmal versuchen, sozusagen zurücksetzen. Ja, nee, immer noch. Ja, so geht das natürlich nicht. So kommt ihr nicht mehr auf euren Frachter. Ihr wollt sicherlich auch euren Frachter auch mal zwischendurch. Das müssen wir also ändern. Das ist natürlich nicht gut. Aber auch da nicht nervös werden. Das kriegen wir hin. Wie gesagt, No Man's Sky findet sich nicht ganz so schnell damit ab, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und da wir im selben System sind wie Perun, vermute ich mal, dass es vielleicht daran liegt. Ja, zwischendurch habe ich festgestellt, ich konnte meinen Frachter plötzlich nicht mehr aufstellen. Bin mal schnell in ein anderes System. Auf jeden Fall wollen wir jetzt wissen, ob Perun auch schon Perun hat das Schiff auch noch. Das werden wir dann auch gleich noch sehen. Also mit Perun war auch vereinbart, mit dem Schifftausch, sozusagen Schiff gegen Nanits, denn die Eier kosten ja auch Quecksilber und dann ein bisschen Zeit, ein vernünftiges Schiff zu finden, das ja schön aussieht oder für einen selbst natürlich schön aussieht. Und Perun hat zum Beispiel die Quest gar nicht erst gemacht bisher und möchte dieses Schiff haben. Das geht also auch. Ihr braucht nicht die Quest haben, aber ihr könnt ein Schiff haben, wenn ihr es so macht, wie ich es euch hier gezeigt habe. Riesenschiffe hier, das gibt's doch nicht. Guckt euch das Riesending an jetzt.
Na gut, wir haben ja gesehen, das ist ein Fehler. Also hier nochmal das Schiff, das Perun sich ausgesucht hatte. Ich finde, das ist ein schönes Schiff. Vielleicht werde ich es irgendwann auch einmal selber benutzen. Aber momentan auf jeden Fall nicht. Perun holt sich jetzt auf jeden Fall das Schiff nochmal hierher. Da ist es. So, wollen wir mal schauen. Ah, den Namen sehen wir nicht. Ja, hervorragend. Das sieht gut aus. Irgendwie sieht das aus, als ob ich hier einen Zwilling stehen habe. Perfekt. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, fürs Abhängen eurer Zeit mit mir. Und dann sage ich doch einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.